Hallo, herzlich willkommen. Hier in diesem Video schauen wir uns die fünfte Aufgabe an. Und wir wollen es uns in Julia anschauen. Die Aufgabe ist, dass wir so ein n gegeben haben. Und dieses n bestimmt, wie breit so ein Viereck ist. Oder so ein Würfel. Also hier bei n gleich 1 ist es gleich 1 breit. Für n gleich 2 haben wir hier 2 breit, für n gleich 3 haben wir hier 3 und so weiter. Für n gleich 4 sind wir 4 breit. Und unsere Aufgabe ist, diese blauen Kästchen für ein beliebiges n zusammenzuzählen. Das heißt, hier bei n gleich 1 sehen wir, das ist ein Kästchen. Bei n gleich 2 sehen wir, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen und so weiter. Bei n gleich 3 sind es dann 13 Kästchen. Unsere Idee ist jetzt, dass wir einfach sagen, wir zählen von hier oben. Wir sagen, okay, das ist 1 plus 3 plus 5. Also das heißt, das wird immer 2 mehr. Das heißt, wir können eine Vorschleife machen und sagen unser Ergebnis. Das ist am Anfang erstmal 0. Und dann sagen wir, wir haben eine Vorschleife, die durch irgendwas durchzählt. Und dann zu unserem Ergebnis addieren wir drauf. Also ist eigentlich Ergebnis, Ergebnis plus irgendwas. Also plus, was wir drauf addieren. Jetzt sagen wir, wir laufen durch. Unsere Laufvariable ist i in dieser Laufen, die statt bei 1 und sie geht in zwei Schritte, weil wir immer hier 1, dann 3, das heißt immer plus 2 dazu. Und sie soll gehen bis n minus 1. Das sehen wir gleich warum. Bis n minus 1. Also wir fangen bei 1 an, gehen zwei Schritten hoch und gehen bis n minus 1. Und das addieren wir dann zweimal drauf, weil wir das obere und das untere haben. Das heißt, wir können 1 plus 1 machen, dann 3 plus 3. Das heißt, wir können es insgesamt zweimal drauf addieren. Genau. Und am Ende können wir auf das Ergebnis, also wir können Ergebnis ist gleich das alte Ergebnis plus machen, oder wir können das abgekürzt so schreiben, dass wir sagen plus gleich. Das heißt, das können wir hier oben auch machen, dass wir das, die verkürzte Schreibweise schreiben. Das ist einfach, dass wir auf das aktuelle, auf das alte, das neue Ergebnis ergibt sich aus dem alten plus dem, was hier hinten steht. Und das machen wir auch, weil wir jetzt ja zusammengezählt haben, das hier zweimal, diese Reihe zweimal, diese Reihe zweimal. Ab die letzte Reihe, die haben wir noch nicht. Das heißt, und die letzte Reihe, wie breit ist die? Also hier ist die genau 1 breit. Hier ist sie genau 3 breit. Hier ist sie genau 5 breit. Und hier ist sie genau 7 breit. Wie können wir das machen? Das ist also 2 mal n minus 1. Also 2n minus 1. Das können wir nochmal anschauen. Also hier für n gleich 1 haben wir nur 2 minus 1 ist 1. Für n gleich 2 haben wir 2 mal n ist also 4 minus 1 ist 3, passt. Für 3 haben wir 3 mal 2 ist 6, minus 1 ist 5, passt. Also ist das unser Ergebnis, was sie dann return. Und jetzt können wir mal anschauen, ob das auch alles geklappt hat. Jetzt haben wir einen Fehler. Für
4 gleich 3. Da zählen wir das hier zusammen. Dann das hier. 1, 3. Wir starten hier bei 1. Natürlich, wir müssen natürlich bis. Wir gehen ja immer in Zweierschritte, aber die werden auch immer um 2 größer. Das heißt, wir starten ja hier bei 1, dann 3. Und dann haben wir 5, aber 7 wollen wir nicht mehr. Also müssen wir auch 2 abziehen. Also wir können es auf verschiedene Möglichkeiten machen. Wir können einfach hier durchlaufen und sagen, okay, unsere Laufvariable ist erst 1, dann 3, dann 5, aber 7 wollen wir nicht mehr haben. Oder wir können sagen, wir laufen einfach die Zeilen durch, 1, 2, 3 und gucken dann, wie viel das da ist. Also in der ersten ist es 1, in der zweiten ist es 3 und so weiter. So, jetzt funktioniert es, weil wir ja in Zweierschritten laufen, müssen wir auch doppelt so weit gehen und dann die letzte Zeile wollen wir nicht haben, weil die nur einmal da ist. Die werden wir hier unten dazu erzählen. Dann können wir das laufen lassen. Und sehen, dass alles korrekt ist. Jetzt gibt es noch eine einfache Möglichkeit, die wir machen können. Hier in C sieht man das schon. Und zwar können wir uns das Ganze nochmal anders betrachten. Wir sehen, jetzt gerade eben haben wir von oben nach unten gezählt, aber wir können auch so schräg zählen. Und das sieht man relativ gut hier bei dem Dreier. Da haben wir 1, 2, 3. Dann 1 weiter schräg runter. Haben wir wieder 1, 2, 3. Und 1 wieder schräg runter haben wir wieder 1, 2, 3. Das heißt, für n gleich 3 haben wir genau 3 mal 3, also 3 Quadrat. Und dann haben wir hier noch diese letzten, die wir vergessen haben, das ist genau dieses hier. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 1, 2, also 2 mal 2. Oder hier in dem Fall haben wir genau 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, wir haben genau noch plus n minus 1 zum Quadrat. Das ist eine andere Möglichkeit, wie wir das machen können. Sehen wir, das funktioniert alles und jetzt können wir das super kurz schreiben. Wir können einfach die Funktion umbauen und hier wie in der Mathematik ein Ist-Gleichen machen. Dann sehen wir, funktioniert immer noch. Und jetzt könnten wir das hier hinten noch ausklammern. Das ist ja einfach die zweibinomische Formel. Das heißt, wir bekommen hier genau n Quadrat minus 2n plus 1. Also wir bekommen noch ein n Quadrat mehr, dann haben wir 2n Quadrat minus 2 haben wir, 2n haben wir gesagt, plus 1. Und dann können wir das nochmal laufen lassen und sehen dann, dass alles richtig ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.